Hallo und herzlich willkommen zu unserem Tutorial, wie ihr eine weiße Knoblauchsoße macht. Als Voraussetzung braucht ihr ein großes Gefäß und einen Schneebesen. Genau. Und dann nehmen wir den fettarmen Joghurt und kippen diesen komplett in unser Gefäß. Etwas kann noch drin bleiben. Zunächst nehmen wir dann den Schmand und drücken diesen leicht aus der Tube, aber lassen noch etwas drin. Genau, dann verrühren wir das Ganze mit einem Schneebesen oder eben mit einem Rührgerät. Ich habe mich für den Schneebesen entschieden. So, bis sich der Klumpen dann vom Schmand in der Soße aufgelöst hat allmählich, dann könnt ihr das Restliche noch zurückschicken, schütten in den Topf. So. Das Ganze wird dann wieder schön verrührt. Dann seht ihr hier schon die leichten Klumpenbildung. Immer schön weitermachen, bis die dann allmählich verschwinden. So, jetzt ist das Ganze eigentlich so ziemlich fertig. Ihr könnt es selber sehen, die Klümpchen sind weg. Dann hauen wir noch das restliche Zeug rein. Das, was halt so übrig geblieben ist. Vor allem hier im Joghurt, da den kann man noch rein. Genau, und das waren jetzt 500 Gramm Joghurt mit 250 Gramm, 250 Gramm, genau, Schmand, das verrührt worden ist. Genau, dann haben wir hier noch einen Pfeffer, ich mag immer den zum selber mahlen, weil der eben noch frischer dann ist. Verrühren wir das Ganze wieder. Genau, nochmal das Nachwürzen. Natürlich dann noch Salz dazu, je nach Gefühl immer. Und dann beim Nachkosten dann erkennt man schon, wie viel noch fehlt oder derartig ist. Genau, soweit so gut. Jetzt haben wir hier einen gepressten Knoblauch und Bärlauch. Wir brauchen jetzt nur den Knoblauch, da wir ja schließlich eine weiße Knoblauchsoße machen. Genau, wenn er gepresst ist, dürfte diese Menge gut und gerne reichen. Ich mag es immer ein bisschen mit mehr Knoblauch, aber das ist jedermanns Geschmack. Genau, schön verrühren. Man riecht schon richtig, wie der Knoblauch sich verhält. Genau, und dann haben wir hier noch ein paar Gewürze. Die sind dann quasi das Tüpfelchen drauf und geben dann auch ein schönes Anschaubild für die Knoblauchsoße. So, das war's eigentlich schon. Jetzt probieren wir das Ganze noch. Ja, schmeckt noch ein bisschen nach Joghurt, hätte ich gesagt. Dann geben wir noch ein bisschen mehr Pfeffer rein. Passt das Ganze. So, so soll es dann ungefähr aussehen. Und ich hoffe, es wird euch dann schmecken auch.
Und Dankeschön fürs Zusehen bei unserem Tutorial.